Voll Blüten steht der Pfirsichbaum. Nicht jede wird zur Frucht. Sie schimmern hell wie Rosenschaum durch Blau und Wolkenlicht. Wie Blüten gehen Gedanken auf. 100 an jedem Tag. Lass blühen, lass dem Ding der Lauf. Frag nicht nach dem Ertrag. Es muss auch Spiel und Unschuld sein und Blüten Überfluss. Sonst wird die Welt uns viel zu klein und Leben kein Genuss. Willkommen, da sind die Leute. Ja. Da sind die Leute, da ich ist meine, sie. Meine Mama. Hallo. Hallo, willkommen zum Tag der Arbeit. Ja, und zum Arbeit. Tag der Arbeit. Arbeit, ne? Ja, ja, ja. Da sind wir ja hier, mhm. ne? Eigentlich, um Dinge auszuarbeiten, ne? Genau. Ja, richtig, ne? Und es ist ja schon einige Zeit verstrichen, bis wir mal hier wieder. Wir sind ja länger nicht hier gewesen, ne? Doch, das letzte Mal. Ja, das letzte Mal, aber trotzdem, das ist schon ein paar Monate her, ne? Haben nee. Wir einmal zwischendurch haben wir was gemacht, ne? Das war vielleicht vom, aber ich sag ja nur, das ist ja auch nochmal auf, ich sag ja nur, ne? Weil hier, das ist ja auch cool, das Ding, ne? Das ist schön. Das neue Mikrofon, macht sogar Kaffee. Okay. Apropos, ich habe noch ein bisschen Kaffee. Ja, ist gut hier zu sein. Also der Tag der Arbeit. Genau. Ja. Ah. Also es ist, wie du schon immer sagst, nicht, das ist nicht alles, das Geld zu verdienen, aber es ist natürlich eine wunderbare Sache. Und was ich ja hatte mit deinem Vater und mir, weißt du, wir hatten etwas. Das war unser Job, das war unser, wir haben unser Leben, ja, ja. Kennt ihr TikTok? TikTok ist aber, kann ja auch auf TikTok sein. Wir können ja auch TikToken. Ja, und Facebooken und WhatsAppen. Mhm. Ne? Ja, die, ja. Die ist ja auch auf WhatsApp, meine jung gebliebene Mama, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Aber auf das Thema zurückzukommen, Arbeit, was das wirklich ist, was das wirklich bedeutet. Wirkliche Arbeit. Mhm. Das hat ja dein Mann mir immer diese interessante Frage gestellt, weil für ihn war ja seine Arbeit sein Leben, ja. sein Beruf, seine Beruf war seine Berufung. Wie für dich? Wie für mich. Und das ist ungewöhnlich, sagen wir mal so. Das ist ein Geschenk. Ja, das haben nur Künstler. Genau, richtig. Ja, ja. Jetzt sind wir hier im Jahr 2024. Und das ist ja ein signifikantes, für mich vor allen Dingen, ich war 24, als ich... Ne, hier weg bin, weißt du noch, ne? Wie ich pfeifen die Treppe runter, ne? In mein neues Leben nach Kansas. Und das ist ja so hat. Die Dorothy sitzt ja hier vom Zauberer von Oz, das bist du ja. Ja. Judy Garland, ne? Ja. Mit Toto. Ja, ja, ja. Und dem, wer war das? Der Löwe, der keinen Mut hatte. Ja, ja, richtig. Und der Blechmann, der kein Herz hatte. Ja, der hat kein Herz gehabt, ja. Ja, ja, ja. Und der andere war, der Strohmann, der hat kein Herz gehabt. Genau. Der hat kein Herz. Genau, und darum geht es ja, Herz, das Herz. Und was hat denn Dorothy gesagt, nachdem sie diese lange Reise gemacht haben mit der Hexe und den Affen und viele Hindernisse? Mhm. Und die sind dann endlich angekommen in das Königreich und haben gehofft, eine Audienz mit dem König. Und da war viel Rauch und laute Stimmen und so. Und dann ist der Hund Toto da hinten gelaufen, war hinterm Vorhang, hat ihn aufgemacht und da stand der mit Hebeln. Und hat alles so gemacht. Ja, ja. Aber weißt du noch, und das ist die Pointe, die große, große Pointe wirklich, der große Punkt, der wichtige Punkt, was er dann gesagt hat. Er hat den Diplome gegeben und hat gesagt, das ist für euch da, du hast dein Herz, ich gebe dir das, du hast den Mut, ne, du hast das, ne, du hast den Verstand. Ihr habt das schon immer gehabt. Ihr müsst nur in euch reinsehen. Da führt die Reise hin, in einen selber. Ja. There's no place like home, and home is where the heart is. Und diejenigen, ja, weil die dann das dirigieren, wie wir hier in der Welt funktionieren, als Arbeitstiere. Naja, aber es geht natürlich, ohne Arbeit geht es. Ja, aber was ist nochmal, du bist ja in einer tollen Zeit, in den 50ern aufgewachsen, wow. Ne? Ich meine, ich bin in den 70er aufgewachsen, 80, das war auch die Hammerzeit. Ne? Und auch jetzt, das ist, ich meine, die Zukunft, finde ich eine gute Idee, die Zukunft ist jetzt. Ja. Lass blühen, lass den Ding den Lauf. Aber dann ist es ja auch der Punkt, dass wir selber anfangen zu laufen oder unseren Weg zu gehen. Mhm. Und das ist ja mit deinem Spätzündersohn. Spätzündersohn mit 57, ne? Hoch die Tassen, Frau Ebert, ne? Auf jeden Fall, ne? Da muss man drauf trinken. Ja, ja, ja. Wir haben ja noch eine schöne Flasche, die auf uns wartet, ne? Ja, okay. Die werden wir auch noch haben, ne? Aber ich sag ja nur, das wird ein Hammer, ja, ich fühle das. Ja. Und das Wetter, das ist ja so hart, wie warm das heute schon so war. Ja, ja. Aber Christa, das ist aber auch, du darfst nicht vergessen, du hast immer so viele Illusionen.
Das ist egal, was sein wird. Machen wir so. Genau. So, hallo. Ja, hier, mach mal so. Eine Mama. Hier. Und ich mach so. Und wir sind gut. Ne? Und wir hatten ja manchmal so ein bisschen, wir haben ja auch manchmal so ein bisschen, manchmal so ein. Und das kennt ihr ja wahrscheinlich auch mit euren Eltern oder mit euren Kindern. Ja. Die Reibereien, die wir alle miteinander haben. Ne? Nicht so leicht. Richtig. Nicht so leicht. Aber da, apropos Arbeit, das ist wirklich der Punkt, den ich gefunden habe, das auszuarbeiten, ne, miteinander, indem man wirklich, wenn man einander wirklich zuhören würde, ne, und auch wenn man mit dem, was die andere Person nicht übereinstimmt, wenigstens das hört, darauf eingeht, aber da einfach zuhört, dann wird man sich ja nicht streiten müssen. Das ist wahr. Und auch wenn jemand so ein bisschen, es gibt ja einige, so ein bisschen deppert ist, ne, ein bisschen eigensinnig, ein bisschen ärgerlich, ein bisschen Miesepeter, ne? Es gibt schwierige Menschen, ne? Ja, aber jeder hat eine andere Meinung, Chris, das darfst du nicht vergessen. Das bringt mich darauf, na, ist vielleicht ein bisschen ordinär, aber es bringt es auf den Punkt, was die Mutter meiner Kinder gesagt hat, über Meinungen. Also. Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. Oh Gott. Nee, aber das ist so, jeder hat was zu sagen, jeder hat eine Meinung. Jeder hat eine Meinung, jeder hat was zu sagen. Die Wahrheit hat mit Meinung überhaupt nichts zu tun. Meinung ist übrigens deine Sache, okay? Jeder hat seine eigene Meinung, okay? Ist ja auch okay, das erkennen wir ja an. Aber nochmal, dann gehen wir auch zurück. Ich sag ja nur, wir sind ja hier auch mal was Neues herauszufinden. Ja. Was Neues mitzunehmen. Nicht, ja. Du sagst manchmal, und Leute sagen, weil ich bin manchmal so belehrend. Ich habe meinen Lehrer gefunden, was kann ich sagen? Aber ich bin hier nicht, ich kann das ja auch nicht lehren. Keiner kann das ja, aber wir können das lernen. Und das ist der wichtige Punkt, denkst du nicht? Ja. Weil das Lernen ist ja auch ein wichtiger erster Punkt. Ich habe ja diese Idee, Realize to Actualize entwickelt. Weißt du, was das eigentlich bedeutet? Realisieren, zu aktualisieren, lernen, um zu arbeiten, learn to work. Also man lernt, das, was man selber machen kann, was seine eigenen Gaben sind, was man beitragen kann. Ja. Ja? Und was ich auch lernen muss, sich dann zu verkaufen, sich dann anzubieten. Ich wollte gerade sagen, also es geht nicht ohne Geld, Chris. Ja, aber das kommt dann ja mit der, wenn man sich der inneren Wertschätzung, wenn man sagt, ja, ich bin mein Geld wert und ich werde mein Geld wert sein. Und ich werde zu arbeiten, ich werde arbeiten anfangen. Nicht nach Arbeit zu suchen, um einen Job zu bekommen, um Geld zu bekommen, um mich zu ernähren, wie jeder das ja will. Mhm. Ne? Und wie das alles so gesteuert ist, darüber können wir reden, müssen wir aber auch nicht reden. Ne? Ja, ich wünsche jedenfalls allen eine gute Arbeit. Menschenwürdige Arbeit vor allen Dingen. Ja, das ist stimmt. Und du hast vorhin hast du mir, was hast du gesehen? Du siehst ja, die guckt ja immer Fernsehen, was du da siehst. Ah, ja, hast du das gesehen, dass die Kinder von den Eltern... Ja, da hat eine Familie, Mann und Frau, die haben ein Haus gebaut, das heißt, die waren im Hausbau, die waren tätig und die Kinder, die 12-13-jährigen Kinder, die wurden von den Eltern, denen wurde befohlen von den Eltern, die Steine zu schleppen und praktisch haben die Kinder versucht, das Haus zu bauen, nicht die Eltern. Und wo hast du das gesehen? Im Fernsehen. Ja, weil wo da im Fernsehen? Gerichtssinn, das war nicht Gerichtssinn. Gerichtssinn, ja. Aber das ist ja auch so eine Sache, ob das so wirklich, ja. Ja, sie sind sehr gut, sehr, sehr gut. Kennst du das letzte Gericht, ne? Ja. Sind wir hier vom letzten Gericht? Ja. Nein, Freiber, wirklich, das ist ein Neuanfang, die neue Welt. Mhm. Ich bin ja auch so ein Hippie, deshalb habe ich ja das Leben auch durch, über Kansas, nach San Francisco geführt, ne? Happy. Auch wenn ich, ja, das ist der, ich liebe das, ne? Aber was hat war, und ich muss damit auch, und möchte damit auch ehrlich sein, ne? Nach meiner Heirat, die Wunden, habe ich immer noch mit mir rumgetragen, ich konnte mich mit keinem öffnen. Ich habe Leute dann, nachdem ich Anat kennengelernt habe, bin zu 1000 Partys gegangen, habe so viele Leute kennengelernt, die haben mich alle geliebt, aber ich habe nie irgendwelche Zeit investiert, eine Freundschaft zu entwickeln. Ja, das ist schade. Aber ich bin, so wer ich geworden bin, so jedermann. Ich bin so der Now-Guy, der Instant-Guy. Ne, wo auch immer, ich treffe Leute überall. Die sind, wow, wenn ich eigentlich rede, hören die Leute zu, weil ich habe viel zu sagen. Aber dann komme ich auch manchmal rüber, und das weißt du ja auch, hast du ja auch öfter gehört, dieses Bubblewasser. Ich trinke Bubblewasser. Ja. Ich finde das ein bisschen... Apropos Bubblewasser, ich brauche jetzt Wasser. Oh, ich bringe dir Bubblewasser. Und das wird ein tolles Jahr. Wir freuen uns. Ja, auch wenn du sagst, es hätte letztes Jahr sein sollen, aber ich sage immer, wir sind ja nicht in Hettenhausen. Ich bin froh, dass es dieses Jahr passieren wird. In weniger als 2 Monaten wird Angelika uns besuchen. Nächsten Monat. Ja. Meine gute Güte, mitten nächsten Monat. Die wird hier sitzen. Wow, stell dir vor. Ja, ja. Wir reden hier, es geht ja nicht um Geld. Das ist auch der Punkt. Geld ist wichtig, ist absolut. Es so, ist das ist immer, aber nicht der immer Punkt. Steht es immer. Guck mal da, guck. Ja. Ui, das ist ja meine Blume, die von mir was ja, hallo, kommt alle. Ne? Warum haben... hast du denn meine Blumen angefressen? Lass meine Blätter. Warum hast du da Löcher reingemacht? Mit wem hältst du denn hier Gespräche hier? Ne? Ja, mit meiner Amsel. Ja, ja, die kommt da einfach und frisst vor unseren Augen. Ne? Ja, ja. Ist die, doch schön. Die ne? fühlt sich sowas von wohl. Dann badet sie,
in unserem kleinen Schwimmbad da für die Vögel. Könnte alles so einfach sein, ne? Ja, ja. So unkompliziert. Ist das nicht süß? Können wir nicht, vielleicht, sollten wir nicht vielleicht auch mal von Tieren lernen? Ja, natürlich. Oder ich lerne nur von Tieren. Eine Idee, was ich wichtig, von Kindern lernen, weil Kindern wissen. Ich habe mir gedacht, was toll wäre, eine Schule zu gründen, wo Kinder die Lehrer sind, wo wir Kinder die fragen, wie wir besser miteinander auskommen können, wie wir Konflikt beseitigen können, wie wir die Probleme lösen können. Die wissen das. Mhm. Frag ein Kind nach Gott. Die sagen dir, ach Gott, wirklich. Die wissen genau. Was mir jemand in San Francisco hat mir ja gesagt, schau, mit so kleinen Kindern, gucken die Augen eines Kindes, dann siehst du Gott. Aha. Ja, was ist denn die Geburt? Jetzt sei doch mal Tacheles reden, ist doch so. Paradies, aus dem wir verbannt worden sind, ist doch unsere Geburt. Natürlich. Ja? Ja. Und dann wurden wir Teil von dieser Welt, ne? Ja. Dann haben wir Anfang von Geschichte. Ja, ja. Anfang von Sodom und Gomorra, ne? Ja. Wir haben ja alle Dinge durchgemacht, ne? Wow. Aber deshalb ist es ja so wunderbar eigentlich, so jetzt hier sein zu können und darüber nicht nur zu sprechen zu können, ja, sich auf gute Dinge vorzubereiten. Und einzustehen. Oh, Wasser! Wasser, ich bitte schön. Das ist ja mein Ding. Ne? Und jeder hat ja sein eigenes Ding, sein eigenes Thema, seine eigenen Handicaps. Ja. Ne? Du warst ja auch öfter in San Francisco, kann man sagen. Die Leute da drüben, die haben eine ganz andere Mentalität. Die sind sehr offen, unglaublich offen. Manchmal zu offen, manchmal fühlt sich vielleicht überwältigt, weil die, wenn die Leute einen mögen, dann sind sie gleich, ne? Aber nur oberflächlich. Nur oberflächlich. Wie richtig? Party besessen. Wie das nur Party Spaß besessen. Zu haben. Weil was ist immer denn Party? Spaß. Party Spaß haben. Es immer ist nur Spaß ein, haben. Du. Fakt ist, sie haben keine Zeit. Sie verkaufen ihre Zeit, um zu arbeiten und dadurch in gewisser Weise sind wir ja alle versklavt, kann man so sehen. Ja. Weil wir haben keine Zeit. Jemand sonst kontrolliert unsere Zeit, das ist unser Job, ne? Aber, Entschuldigung, nochmal, wenn man sich wirklich fragt, was wirkliche Arbeit ist, wenn man wirklich an sich selber arbeitet, und wirklich Dinge im Leben ausarbeiten zu sehen, was kann ich hier machen in dieser Welt? Ne? Und wie, wer bin ich wirklich? Nicht nur, was ist meine Bestimmung, was will ich? Weil darum, das ist ja die Sache mit dem Willen. Und deshalb oft Menschen gegeneinander, das war ja auch bei uns so. Ich wollte, was ich wollte immer. Und dann wurde ich ärgerlich, wenn der Vati mir gesagt hat, nee, du musst das machen und das und das. Und dann war ich ja, weiß ja, ne? Entschuldige bitte, ich habe dir eben was gesagt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, wieso das ist das nicht gut? Weil das Leben gut. Ist ein Wunschkonzert. Das Leben ist, Wunsch ist alles. Nee, aber es aber, ist nicht aber, nur Wunsch. Aber du kriegst es nicht erfüllt. Das soll das. Wenn jemand krank ist und sagt, ich wünsche mir jetzt, dass ich gesund bin. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, aber man kann sich darauf, und man kann, Entschuldigung, ohne darauf einzugehen, du hast ja auch so ein paar Kleinigkeiten, die dir nicht so angenehm sind und was auch immer. Ich sag, man kann das heilen, man kann viel heilen. Wir haben die Kraft in uns selber, uns zu heilen. Frag jeden. Da werden wahrscheinlich auch, wenn da Leute das sind, auf jeden Fall. Ach, machst du es mir einfach. Das ist auch, weißt du, denn was der Punkt von kein Ding ist? Ist einfach zu machen. Weil wir machen das Leben kompliziert. Weil wir missverstehen einander dadurch. Und das ist das Problem. Deshalb finde ich auch eine gute Idee, tu dir keinen Zwang an. Okay? Okay. Nehmen wir erstmal hoch die Tassen auf den Tag der Arbeit. Vielleicht sieht man da. Ach, sowas stöße ich doch nicht ist an. Ist doch, du kannst, stoß mit mir an. Ich bin dein Sohn. Wir sind Familie. stoß mit mir nicht an. Ich stoß aber auch mit euch an. Mit Kaffee und mit Wasser. Wir machen das auch, ne? Wir stoßen auch mit Kaffee an, was man ja normalerweise nicht macht, aber. Das war ja auch immer so eines meiner Probleme, wenn man sagt, das macht man nicht. Da habe ich mir gedacht, wer ist Mann? Wirklich, gute Frage. Wer ist Mann? Mhm. Wer ist denn Mann? Naja, die Erziehung. Ja, die Autorität, die wir am Vorschreiben, das macht man nicht. Das macht man nicht. Disziplin und. Ja. Aber dann, der Mann, wir sind ja alle. Wir stammen ja alle von dem Ersten ab. Na, eigentlich. Adam und Eva, ne? Kommen wir ja. Ich meine, der erste Mensch und dann kam der Zweite und der Dritte und der Vierte und dann wurde es immer mehr und immer mehr und verschiedene Familien und überall in der Familie und dann haben sich Kulturen entwickelt, ne? Und das ging ja ziemlich schnell, weil es eigentlich ziemlich langsam. Und jetzt können wir von Menschen nicht mehr treten. Ja, aber darum nicht nur, die Menschen sind gierig, die Menschen sind, Entschuldigung, die Menschen sind verdummt. Die Menschen verstehen überhaupt nicht. Die gucken nur ihr Fernsehen, die freuen sich auf die nächste Reise, auf den Urlaub, auf die Gehaltserhöhung, arbeiten nur, aber denken nicht. Und jeder will, was er will. Ne, und beschwert sich dann, wenn etwas nicht so ist, wie er es will. Und das wird uns vorgelogen, ist unsere Freiheit. In unserem Konsumstaat, wo wir nur konsumieren. Ne, und das ist doch. Christa, dann such dir einen anderen Staat. Ja, nee, wir sind eigentlich dabei, hier einen neuen Staat zu erschaffen, eine neue Welt zu erschaffen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, auf jeden Fall. Ja. Weil die alte Welt, Mutti, sag doch mal, lass uns doch mal die Karten auf den Tisch legen. Das war ja auch eine Frage damals als Kind, die mich immer schon bewegt hat. Wie kann es und wie lange geht es so weiter? Nicht nur mit mehr und mehr Menschen, sagst du, mit so viel Krieg und Ungerechtigkeit und Armut, ne?
Und auch so diese Elektroautos sind ja auch nicht so unbedingt gut für die Umwelt, ne? Und solche Sachen, die alles erschaffen werden. Und wir arbeiten einfach weiter. Und jetzt haben wir 2024 und dann 2025 und 2026 und 2027. Naja, wie geht das weiter? 2050, 2100, 2200, gehen wir noch bis zum Jahr 3000? Kann ich mir nicht vorstellen. Also wirklich nicht. Wir Menschen sind doch nie, wir kümmern uns doch. Entschuldigung, jetzt mal, seid doch mal ehrlich. Ein Scheißdreck. Die oben, der Fisch denkt vom Kopf her, die kümmern sich einen Scheißdreck. Die benutzen die Medien, um uns zu, ne, die Propaganda ist ja überall. Wir wurden ja von Kind schon, als Kinder schon indoktriniert. Und deshalb ist es ja der Punkt der Arbeit, das zu erkennen. Und damit arbeitet man an sich selber, um wirklich, ne, mich zu erinnern, wenn man wirklich ist. Okay. Alright, siehst du, wir lernen hier. Ich finde das gut. Ne? Hier nochmal, ich mach mal so, auch wenn du nicht. Ich mach das so. Okay. Siehst du, ich mach das so, wie ich das mache. Und I am what I am, ja. Und du machst das so, wie du das machst. Und jeder da draußen macht es so, wie jeder das macht. Ne? I am und jeder I am. Ist so, wie er ist. Kein Ding. Hey, seid nicht so laut. Die werden schon. I am what I am, I am I. Dieser Rhythmus dann, der dann kommt, der ist sowas von unglaublich. Mm-hmm. Ne? Das ist so ein tolles Lied. Also ein tolles Lied, das muss ich auch sagen. Das ist ja die Sache. Ich bin, was ich bin. Mm-hmm. Was ich erschaffen, wie ich mich erschaffen habe. Ne? Und das ist mein Film. Das ist. Deshalb sage ich das, das ist mein Wunschkonzert, genau wie ich das will. Natürlich arbeiten, Geld und so, ist doch keine Frage, aber ich bin doch nicht von schlechten Eltern. Ich weiß doch, was ich wert bin. Ja? Okay. Ja? Okay. You understand? Jetzt singe mal. I am what I am. Ups. Ah, da plitter ich. Dein verrückter Sohn. Okay. Dein verrückter Sohn. Ne? Ei, ei, ei. Und der Sohn, mit dem habe ich auch mal kurz gesprochen. Mhm. Ich habe ja einen Sohn, ne? Wissen die meisten gar nicht, ne? Nee, aber die Enkelkind. Ja, der Zwilling, der eine Zwilling kommt. Der Sohn, ja. Ja, 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 der andere Christoph. Ja. Der andere Christoph, wow. Ja? Nur Probleme. Ja, aber ist es denn nicht auch so, dass man nur von Problemen lernt? Wenn man ein einfaches Leben aufstellt, ich habe jemanden mal kennengelernt, der ist aufgewachsen mit Eltern, die ihm alles gegeben haben, hat nie ein Problem gehabt, nie sich über irgendwas beschweren, alles ist wunderbar, ne, und er lebt ein gutes Leben, ne, und der weiß gar nicht, wie das ist, Probleme zu haben. Mhm. Ja, schwierig, stell dir das mal vor, ne? Probleme, Herausforderungen sind da, damit wir durch sie wachsen, ne? Ja. Ne? Natürlich. Ne? Und deshalb, darauf würde ich auch mal Aufmerksamkeit lenken, und das für mich ist wirklich Arbeit. Auf den Tag der Arbeit, ne? Auf dich und auf uns alle. Auf die neue Welt, Kreiber, ne? Okay. Auf jeden Fall, ne? Ja? Und das ist die Dolly, und wir sind in Dollywood. Live aus Dollywood. Wir sind noch nicht live, aber. Okay. Auch, wie gesagt, aber das ist doch scheißegal. Ich sag dir, TikTok, ja. Innerhalb von Minuten, hunderte Leute gucken. Oh, nee, das und Butter für die Mutter. Butter für die Mutter. Also mit der Butter. Ich sag, mit der Mutter ist alles in Butter. Okay. Auch wenn es manchmal nicht in Butter ist, ne? Dann, da macht man Käse, ne? Mhm. Dann macht man Käse. Dann wird's Käse. Du machst Käse. Ich mach Käse, ne? Ja. Deshalb, ich mach die Butter. Richtig, Butter bei den Fischen, ne? Ja, und du machst den Käse. Genau, manchmal kann es wirklich käsig sein, ne? Man weiß ja, wie manchmal so es sein kann in menschlichen Beziehungen, mhm, ne? Und in schwierigen menschlichen Beziehungen. Ich glaube, es gibt keinen unter uns, der das nicht kennt. Ja. Ne? Das glaube ich auch. Ja. Ja, deshalb die große Frage ist, nicht nur die Frage, die Herausforderung, wirklich, arbeitet daran, weil man kann ja Menschen, andere Menschen nicht ändern. Jeder ist ja so, wie er ist. Mhm. Einfach, wenn man die Menschen so nimmt, wie sie sind, kein Ding. Ja. So einfach präsent. Auch wichtig ist, Dinge nicht persönlich zu nehmen, weil wir alle haben ja unseren Eindruck und sehen nur, was wir sehen wollen. Ne? Warum hältst du keine Vorträge? Ja, genau, darauf habe ich mich ja auch vorbereitet. Werde ich auch frei werden. Und warum? Inshallah. Und auch, du hast Begabung als Schauspieler. Ja, das auch, ja. Das habe ich dir so oft gesagt. Aber das, du kriegst den ich weiß, du kriegst den hinter nicht hoch. Ich habe gesagt, geh doch mal zum Theater und als Komparse. Weil das da irgendwie, ich habe den Antrieb, der Antrieb fehlt mir deshalb, und deshalb ist es jetzt so hart. Ich muss dir eine Batterie einsetzen. Oder? Nee, ich muss mir eine Frau einsetzen. Ich muss wirklich mein Leben leben, dass ich mit jemandem da habe, der mit mir da zusammen, ne, mit dem ich, ne, und ich Familie. Wir zusammen, zusammen gehen zum Theater. Wir machen Theater. Nicht mal, Mama macht Theater, ne? Schade ist das. Wirklich, man muss dir eine Batterie einsetzen hinten. Das ist wirklich, das Frau Ebert, wenn ich einfach mal sagen dürfte, auch weil darum, das ist ja die Sache, dass jeder für sich selber eigentlich nur weiß, was am besten für einen ist, ne? Wie nochmal darauf zurückzukommen, in dem Gedicht, was hat er gesagt?
Ja. Tucholsky hat gesagt, Erfahrungen vererben sich nicht, jeder muss sie alleine machen. Ja, sehr richtig, ja, ne? Ja. Genau. Lass blühen, lass den Ding den Lauf, genau. Ja, ja. Frag nicht nach dem Ertrag. Frag nicht nach dem Ertrag, ne? Aber ja, wenn ich dann denke, Christoph, wie oft bin ich rausgeschmissen worden, auch wenn ich mich beworben habe, vorne rausgeschmissen, hin bin ich wieder reingekommen, ne? Richtig, ja. Ja, also du. Ja, da richtig, hast du von deiner Mama überhaupt aber nicht. Aber deshalb sind wir ja auch hier, und vielleicht, ich denke schon, und das werden sich eventuell einige Leute ansehen, dass da jemand was mitnimmt. Weil jetzt sind wir hier, um was mitzunehmen, um was zu lernen. Um zu sagen, okay, das war dann und jetzt ist jetzt. Und schade bringt nichts, zu sagen, ach, das ist, weil das ist jetzt. Und deshalb ist das jetzt der absolute Hammer. Jetzt ist wow. Ne? In Englisch sagt man ja, now is wow. Ist wow. Ne? Und da sieht man wirklich immer, wir sind ja eigentlich frei. Ich meine, wir ja, ne? Ich meine, ja, also ne, eigentlich sind wir frei, die Gedanken sind frei, aber da fängt es ja an. Ne? Ja, aber du glaubst so an das Internet und das bringt mich das Internet. Was. Ja, live, die Menschen, auch live auf die Menschen zuzugehen und live mit denen irgendwas mal, zu machen. Mal, aber nicht im Internet. Richtig, deshalb wollte ich auch mal sagen, in diesem Sommer kommt gerne hierher. Ja, wir laden Leute ein, auf jeden Fall. Ne? Nicht nur wenn Angelika, da werde ich einiges machen. Wir werden eine schöne Veranstaltung haben. Auch vorne haben wir einen Grill, das ist ein Traum. Und die Zeit, die wir miteinander verbringen und dass wir Zeit miteinander verbringen. Für dich ist das anders. Sie, meine Mama, und ich verstehe das auch, ist schwierig für mich, sie möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Genau. Und möchte einfach jeden Tag ihre Sachen machen, das kann ich auch verstehen und respektieren. Frau Ebert, die Sache ist es, ohne da jetzt ein Drama drauf zu machen, auch wenn die Hand dann kommt, und die wird kommen, inshallah, hoffentlich, ne? Hier eine Wohnung in der Nähe, und dann komme ich 3, 4, 5 Mal, kann im Auto, wird dann ja auch zur Verfügung stehen, Geld wird dann reinkommen, kein Problem, ne? Dass ich mich nicht immer gebunden fühle, dass ich immer hier sein muss, dass sonst jemand auch, und ich kann ein paar Mal besuchen. Weil darauf läuft es ja hinaus eigentlich, ne? Weil so, genauso wie in unserer Welt, so geht es ja nicht weiter. Und deshalb sind ja manchmal Spannungen zwischen uns. Natürlich. Es geht immer. Irgendwie, wann kommt der Knall und dann ist alles. Der kommt ja, weil der Knall kommt an. Ja, ja. Man muss sich wundern, was ich höre. Ja, wenn wir uns alle in gewisser Weise werden wir uns wundern, Frau Ebert. Ne? Weißt du noch, wie war das denn hier, ich war ja noch in Amerika, 2012, mit dieser großen Prophezeiung, dass die Welt, das Ende der Welt, der Anfang der neuen Welt. Wie war das denn hier in Deutschland? War das groß? War das überhaupt ein Thema? 2012, das war ja ein Maya und Prophezeiung, ja? Ja, aber das haben wir gar nicht so wahrgenommen. Nee, man hat drüber gelacht. Richtig, ja. Aber es ist schon so eine Sache, ne? Ich meine, so kann es nicht weitergehen. Aber die Frage ist dann natürlich, wie kann es weitergehen oder wie könnte es weitergehen? Wie können wir besser miteinander sein? Und das ist nochmal auf den Punkt der Arbeit zurückzubringen. Das ist wirklich Arbeit, um es auszuarbeiten, zu sehen, wie können wir besser miteinander auskommen? Wie können wir besser miteinander? Ich weiß nicht. Und die Vögel, die wundern sich auch. Ja. Deshalb sind die so laut, ne? Ja. Aber ja, es war schön. Ja, okay. Wir können das jetzt mal hier zum Abschluss bringen? Vielleicht schön, ja. Schönen Abend. Tag der Arbeit, ne? Und Woche der Arbeit, ja, Monat der Arbeit, ne? Und das Leben. Ich wünsche uns, dass das Wetter auch so schön bleibt. Ja, und wir wünschen, jetzt sagst du, wir wünschen uns, aber dann sagst du, das Leben ist kein Wunschkonzert, ne? Ja. Aber trotzdem wünschen wir uns, das ist interessant. Ja. Da fängt man sich auch selber manchmal in seinen eigenen, ne, Dingen, ne, die vielleicht nicht so überdenkt. Man überdenkt die eigenen Gedanken, das ist doch mal was. Der Heinz Erhard soll ja mal gesagt, man soll nicht alles glauben, was man denkt. Ja. Finde ich gut, ne? Aber zu überdenken, was man denkt. Nicht alles glauben, was man denkt, das ist gut. Das ist gut, ne? Sehr gut. Richtig. Ja, wie man auch oft, weil das ist ja, oft sind Gedanken eine automatische Reaktion auf das, was einem widerfährt. Ja. Ne? Ja, genau. Dann sagen wir jetzt mal schön. Aber ich könnte immer weiterreden, weil ich liebe das ja. Und absolut, die Workshops kommen bald. Ne? Ja, kein weiß. Ding. Kommt mal vorbei. Ne? Und hier auch in Nackenheim, wir freuen uns. Ne? Mhm. Liebe Grüße. Ne? Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.